Ja gut, zum Lenkrad muss ich glaube ich nicht sehr viel erzählen, nach der Hupe. Hier haben wir unser Handbremsventil. Eigentlich auch genau, so funktioniert das in echt. Unspektakulär. Dann haben wir hier dieser Kasten, der war für die Entwerter zuständig. Man konnte halt seine Umläufe alles eintragen. Hat auf Start gedrückt, das geht jetzt hier nicht. Und dann hat eben der Entwerter angefangen zu zählen. Ja, Hin- und Rückfahrt eben auch. Wir können mal Saft drauf geben, das geht. Nö. So sieht das Ganze jetzt aufgerüstet, so gesehen aus. Wir haben hier unsere Bremskreise. Wir haben unsere Warnblinkeinrichtung. Diverse Leuchtmelder. Genau. Betriebsunfähig ist er, weil wir ein bisschen wenig Luft haben. Ja, Bremsflüssigkeit, halt diverse Leuchtmelder. Daneben haben wir Blinker. Unser Haltezeichen, wenn jemand Haltewunsch drückt. Ja gut, Motor starten, Motor Stopp haben wir halt noch. Also drücken wir jetzt auch nicht. gut, Heizung, Nebelleuchten, Nebelscheinwerfer, Klimaschrank, frag mich nicht, das ist wahrscheinlich irgendwas. Und Haltestellenbremse an sich sieht man ja hier nicht. Nee, wurde ich auch schon oft gefragt, wie funktioniert das denn bei solchen Bussen? Die haben einfach keine, oder einer hat mir mal erzählt, es geht über das Handbremsventil. Ich weiß jetzt nicht, ob der Bus, das weiß ich jetzt nicht ganz, ob der irgendwas anlegt, wenn du die Türen frei oder aufmachst. Das okay. Kann natürlich sein, dass es nicht macht. Ich schätze eher, dass es nicht macht. Zur Not mit dem Fuß auf der Bremse bleiben oder Gang rausnehmen. Wenn man irgendwie jetzt hier an der Ebene steht, muss das auch gehen. Oder eben wirklich die Handbremse anlegen. Okay. Dann haben wir hier Scheibenwaschanlage, Innenbeleuchtung, Motorbremse. Das ist eigentlich auch selbsterklärend. Und eben hier unsere Scheibenwischer. Auch mal interessant. Genau. Und eben noch ein Licht für den Zahltisch, aber das funktioniert nicht. Ich weiß auch nicht, ob man da wirklich die Scheinwerfer anmachen muss. Für. Ja genau, und dann haben wir halt hier noch unseren Türschalter. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt... Ja, ist wahrscheinlich eine Tür abgesperrt. Ja, mehr gibt es eigentlich hier in dem Fahrzeug nicht. Ja, haben wir halt hier oben noch eine kleine Sonnenblende. Fenster. Auch selbsterklärend, ja. Richtig. Hier oben ist unser Schildkasten. Rollband, genau. Genau, da ist das Rollband drin. Ja, zu bedienen über eine Kurbel. Und eben auch hier nochmal zu bedienen über eine Kurbel. Ja. Mehr gibt es hier drin nicht. Das war's. Bitte diesen Aufkleber groß zeigen. Unbedingt. Wer schimpft. So, ich habe jetzt die Ehre, dass ich in einem echten Büssing BS 110V Platz nehmen darf. Werde ich auch gleich mal machen. Momentchen. So, was man nicht alles hat von einer Vereinsmitgliedschaft. Und ja, dann stelle ich euch nochmal kurz selber vor, was denn hier alles zu sehen ist. Ich meine, ihr kennt es ja sowieso schon aus meinen Videos. Wir haben hier die zwei Bremsdruckanzeigen, wir haben die Kühlwasseranzeige, wir haben den Öldruck, den Warnblinkschalter, den Tacho. Und die ganzen Kontrolllampen, die Schriftung seht ihr ja, sollte eigentlich alles bekannt sein. Dieser Knopf, muss ich noch rausfinden, wofür der ist. Motorstart, Motorstopp, Feststellbremsventil haben wir hier. Dann das Zündschloss und die ganz alten mit grau ummantelten Kippschalter, die wirklich sehr, sehr alt sind und sehr besonders. Und hier unten die zwei Türtaster. Und ich darf jetzt auch noch einmal durchlaufen, das mache ich auch direkt mal. Der Bus ist ja in einem recht baufälligen Zustand. 80.000 Euro kostet die Instandsetzung. Ja, und ich finde, man sieht es ihm aber eigentlich nur bedingt an. Ich finde, der Zustand ist noch relativ stabil, wenn man das mit anderen Exemplaren vergleicht. Ja, und so sieht es aus. Hier ab und zu mal ein Polster beschädigt, aber ansonsten eigentlich recht stabil so, also nicht wirklich verfallen. Vom Rost zusammengehalten, also genau. Wenn du den Rost zieht, zieht das. Also wenn du den wirklich rausziehen würdest, würdest du da so ein riesen Loch sehen. Richtig. Ja, das sieht man ja auch ein bisschen durch. Ja. Sehen. Gut. Schauen wir, sind die Heizungs raus, dann können wir nämlich auch wieder zumachen.
sind hier in einem neuen Modell. Wir sind umgestiegen, ein paar Jährchen zurückgeschritten in den MAN 750 HO. Und auch dazu kriege ich gleich nochmal eine wunderbare Erklärung. Auch hier haben wir wieder ein Lenkrad, wie in jedem Bus. Ja. Dann haben wir auch hier wieder einen Kasten für die Entwerter. Was wir hier auch noch schön in einem Schalter haben, ist für die Lautsprecher ein Wahltaster. Dann haben wir hier ein wunderschönes Mikrofon. Dann haben wir hier eine Funkeinrichtung, die hatten wir jetzt im anderen Bus nicht, weil er zuletzt nicht in der Hand von den Stadtwerken war. Ganz einfach, man hat drei Kanäle, die man aufschalten kann oder einen Sammelkanal. Eigentlich recht einfache Funkanlage. Dann haben wir hier wieder unsere Türöffnungsschalter und auch zum Schließen kann man diese wieder hernehmen, logischerweise. Dann haben wir einen Wascher für Scheibenwischwasser, eine Heizung, dann haben wir hier vorne nochmal eine Heizung. Das Schöne an dem Bus, der hat eine Türrassel, wenn man so nimmt, wenn man auf diesen Knopf drückt, dann rasselt dieser Bus an der zweiten Tür. Das ist okay. Sehr schön. Haben wir hier halt noch Licht, Lüfter, auch wieder eine Motorbremse, Spiegelheizung, Innenbeleuchtung, eine Fahrradleuchte, Nebelscheinwerfer, ein Zielschildbeleuchtung haben wir und einen Ventilator, der befindet sich hier über dir. Auch nochmal zeigen. Genau. Wunderbar. Ja, dann haben wir hier auch wieder unsere Luftanzeige, beziehungsweise Luftanzeiger. Auch wieder diverse Leuchtmelder. Dann haben wir hier wieder den Anlasser, eine Haltewunschmeldeleuchter. Genau, und wenn man zu wenig Bremsdruck hat, würde diese Lampe auch noch aufleuchten. Dann haben wir hier unseren minimalen, ganz kleinen Blinkerhebel, unseren Tacho. Genau, zu dem Tacho habe ich eine Frage. Der ist nicht original, oder? Der ist ein bisschen... Das wüsste ich nicht. Ich meine, der ist neuer. Wenn man diesen aufmacht, kann man halt die Tacho-Scheibe einlegen. Müssen wir benutzen. Das ist eigentlich überall anders auch so. Nur die Busse, die für die Stadt fahren, die müssen zum Beispiel auch keine Fahrerkarte oder sowas haben. Okay. Haben wir hier auch wieder diverse Leuchtmelder. Zum Beispiel, wenn man... Das ist die BU, oder? Die Betriebsunfähigkeitslampe. Müsste sie sein, ja. Immer die größte. Genau. Und dieser Zeiger hier, der ist für die Druckluft, oder? Genau. Wenn die Druckluft noch nicht passt. Genau, wenn wir jetzt zu wenig Druckluft haben, dann bewegen sich diese Anzeiger nach oben und dann stehen sie oben. Das ist eigentlich ein sehr schönes System. Die hat einen ganz komischen Namen. Mir ist er entfallen. Dann haben wir auch hier wieder unsere Warnblinkeinrichtung und unseren Motorabsteller. Das Schöne an dem Fahrzeug ist, es ist ein Schaltwagen, also noch nichts mit Automatikgetriebe. Und hier wäre noch ein Platz für eine Fahreruhr, so gesehen. Das ist so ein kleiner Kasten, den konnte man hier reinschrauben und dann hatte man eben so eine, hatte man seine Haltestellen und eine Uhr und das war so gesehen die Fahrzeitanzeige, wenn man es so nimmt. Also das Besondere an dem Fahrzeug ist auch noch, das war ein Fahrschulwagen. Genau. Man konnte das hier abschrauben. Pedale. Dann waren da unten noch die Pedale. Genau, sind da unten noch die Pedale. Und der wurde auch aktiv bei der MVG, also sozusagen bei der SWM früher, als Fahrschulwagen benutzt. Richtig. Dann haben wir hier an der Seite nochmal unsere Handbremse. Jawohl, einmal hier die Handbremse. Die kennt ihr auch aus dem Setra S6, der hat auch so eine alte. Genau. Und hier haben wir dann schon eine Haltestellenbremse. Okay, und den Hebel, den bewegt man einfach rüber, oder? Den klappst du rüber, das macht jetzt nichts, sonst pfeift sie wieder. Genau. Da sind dann eben unsere diversen Schilder drin. Das klappt man dann auch wieder nach. Das Ganze lässt man rein. Zack. Kommt immer so ein schöner Duft raus. Auch wieder One Leiter, oder? Ja,
Der Wagen 44 Achterbus stammt aus der Serie von 1977, waren 132 Fahrzeuge. Typischer Standard-Linienbus im Stadtwerk München-Ausführung. Und die waren bis Ende der 80er, Anfang der 90er im Einsatz. Und der ist dann eben an eine Spargelbahn verkauft worden, der ihn bis 2007 oder was eben als Feldarbeiter noch eingesetzt hat. Und der hat uns dann geschenkt. Ist untenrum in recht gutem Zustand, weil er relativ wenig Rost am Fahrwerk hat, aber die Karosserie ist nicht verschlissen, der Innenrahmen, weil da der ganze Dreck reingekommen ist. Ist fahrbereit, ist auch technisch in relativ gutem Zustand, aber ich werde nicht optisch sehr viel dran gemacht. Ich sag mal, eines sind so überschaubare Anfälle. Das ist überschaubares Projekt, ja. Aber jetzt kommt wenigstens richtig was raus, gell? Ja. Weil das da unten habe ich extra zugemacht, dass oben jetzt ein bisschen mehr Dampf ist. Deswegen, das wäre auch so eine Winterarbeit, mal den kompletten Klimaschrank zerlegen, alles neu. Ich halte jetzt mal mehr Winterarbeiten dran. Ja. Ja, das Dach ist aber nicht eine Winterarbeit, das Dach ist eine Rentenarbeit. Und du siehst schon auch so, was man machen muss, oder? Ja, ehrlich. Vor allem die Dachrinken, das kann nicht sein, dass man einschätzt. Na gut, das ist aber wahrscheinlich bloß der Gummi. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, weil da ist doch ein Falz. Das Wasser läuft nicht über den Falz drüber. Ja, wenn es schon ein Schiff schon. Wie gesagt, ich meine, dass das die innen die Scheibendichtungen von den Plexiglasscheiben sind oder von den Glasscheiben, wie auch immer. Soweit meine Meinung. Über den Zimmerfürzker, weil da steht die kleine Staffelei und da sind Lumpen, Papier und zwei Glasscheiben. Das geht jetzt nicht automatisch auf, gell? Da muss man jetzt hin und Knöpfchen drücken. Jo. Müssen wir denn hin? Wir müssen rein. Achso.